Guten Morgen, Frau Meier. Was machen Sie denn hier? Ihr Hausmädchen hat mir gesagt, wo ich Sie finde. Schön haben Sie es hier. Sie sind doch nicht mehr gekommen, um meinen Garten zu bewundern. Sie haben es erraten. Und bei der Gelegenheit wollte ich Sie schon mal auf den neuesten Stand der Untersuchungen bringen. Die sind doch längst abgeschlossen. Eben nicht. Der Versicherungsagent war wieder bei mir. Was wollte er? Ihr Verlobter hat eine Lebensversicherung in Höhe von 6 Millionen Euro abgeschlossen. Da sieht die Versicherung gerne zweimal hin. Dann bestehen jetzt also immer noch Zweifel am Tod meines Verlobten? Jetzt nicht mehr. Aber das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, und dafür habe ich Sie auch bereits bezahlt. Schon. Aber der Versicherungsagent hat mich ganz schön in die Mangel genommen. Bei 100.000 Euro war das wohl inbegriffen. Bei den 6 Millionen, die Sie dank meiner Hilfe kassieren, können Sie doch sicher noch mal 100.000 entbehren? Mit dem Geld kann ich gerade mal die Schulden meines Verlobten bezahlen. Sein Geschäftspartner sitzt mir im Nacken und der Typ ist wirklich zu allem fähig. Das ist nicht mein Problem. Entweder Sie zahlen oder ich verkaufe die Story an die Medien. Also gut, Herr Breitbach. Nur zu. Aber bei der Gelegenheit werden auch alle anderen erfahren, welche Rolle Sie bei der Geschichte spielen. Und dann können Sie sich ausrechnen, was passiert. Sie landen für ein paar Jahre im Gefängnis. Wir beide, liebe Zuschauer, tragen nicht nur hier in der Sendung Imagine Fashion, sondern auch privat. Imagine Fashion, das ist einfach Mode für die trendbewusste Frau und den modebewussten Mann. Mit der Kleidung, das sage ich Ihnen, ziehen Sie wirklich alle Blicke auf sich. Und nicht nur von den Handwerkern. Das kannst du laut sagen. Imagine Fashion, das ist wirklich Ihre Marke, liebe Zuschauer. Greifen Sie ganz schnell zu, bevor unser Lager ausverkauft ist. Oh, und ich höre auch gerade, wir haben nur noch wenige Teile aus unserer Kollektion im Lager. Und ohne diese Mode kann man doch gar nicht mehr leben, oder? So ist es. Schauen wir uns doch mal unser Model Eva an. Ja, Eva zeigt uns jetzt unseren tollen Pullover von Imagine Fashion und der sieht wirklich in jeder Konfektionsgröße toll aus. Er passt sich einfach an und wächst immer mit. Genau, also wenn es Ihnen mal zu gut geschmeckt hat. Also ich kenne das ja. Ja, so ist es. Und es sieht auch wirklich mit jeder Farbe toll aus. Mit jeder Farbe kombinierbar. Also egal, was Sie da drüber ziehen. Einen Blazer, eine Jacke. Das sieht wirklich immer toll aus. Und Sie sollten jetzt ganz, ganz schnell bestellen. Denn mit diesem Pullover können Sie wirklich alles machen. Außer etwas falsch machen. Und wir, liebe Zuschauer, geben jetzt ganz kurz ab an die Werbung. Wer ist bitte für dieses Model zuständig? Jetzt schaut euch der mal an, die ist doch viel zu dürr. Glaubt ihr wirklich, dass unsere Hausfrauen da irgendwas kaffern? Mein Gott, jetzt macht's die irgendwie dicker, aber dalli. Sag einmal, kann die nicht lesen, hä? Meine Maße stehen doch dick und fett auf der Sepp-Karte drauf. Mei, oh mei. So, und jetzt zu dir. Kannst du eigentlich einmal irgendetwas Konstruktives zu dieser Sendung da beitragen, hä? So. Und da sind wir auch wieder zurück, meine Damen und Herren. Und denken Sie jetzt auch an unser Gewinnspiel, denn jede Stunde haben wir einen Anrufer, der sich eine Gewinnhandtasche aussuchen durfte. Eine Chance gibt es noch und die Tasche mit dem 100.000 Euro Gutschein ist noch nicht gefunden worden. Also jetzt ganz schnell ran ans Telefon, wählen Sie die 0137 3x die 4 3x die 6. Das ist jetzt Ihre Chance, liebe Zuschauer. Hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Anneliese. Ja, hallo Anneliese. Hallihallo, welche Tasche mögen Sie denn? Ich nehme die 3. Schauen wir mal. Oh nein, leider nicht. Tschüss, Anneliese. In einer Tasche befindet sich seit Beginn unseres Spiels heute Morgen der 100.000 Euro Gutschein. Wo das Geld versteckt ist, das Geheimnis lüften wir jetzt für Sie. In der 3 wäre es gewesen.